Herzlich willkommen zurück zu einem Let's Play Factorio, weiterhin hier mit meiner Wenigkeit Labor. Was mich einfach interessiert, wie voll sind unten die Kisten? Okay, also wenn ich jetzt das mir jetzt hier angucke. Ah, halt. Das hier ist zum Beispiel ein Punkt, der ziemlich wichtig ist. Wo gehen denn jetzt schon wieder so derbe die Zahnräder drauf? Aber naja, gut, okay. Wir produzieren ja unten auch diese ganzen Tunnels und bla und Sülz, die wir eigentlich alle austauschen müssen. Wir müssen anfangen, eigentlich alle austauschen. Alle Tunnels. Alle. Jetzt kommen hier unten nämlich schon gar keine Zahnräder mehr an. Weil ich natürlich auch hier sage, mach so viel wie du willst und das ist einfach Bullshit. Da soll Ende sein. Hier habe ich auch nur so ein paar gemacht. Das reicht dann vollkommen. Okay, Leute. Ich würde sagen, ich fange dann jetzt einfach mal an und bessere alle Tunnel, die ich sehe, aus. Gehört jetzt einfach mal damit zu, würde ich sagen. Das ist nämlich überhaupt gar nicht wenig. Also das muss man jetzt auch mal wirklich sagen. Das ist echt viel. Ja. Und das war falsch. So. Der müsste so. Ja, ist okay. Der muss dann so. Mein Gott, sind das viele. Der muss so. Der muss. Mein Gott. Leckt mich einfach an die Füße. Wer hat denn hier so viele Scheiße gebaut? So. So. Also sieht das doch schon mal. Nein, so rum. So. Und so. So. Wahnsinn, Leute. Wahnsinn. Das ist echt schon heftig. Also, na gut. Aber mit der Zeit hat sich halt so einiges angesammelt, ne? Ist ja schon cool, wenn man sich das überlegt, was man alles machen kann in diesem Spiel. Ich finde das einfach der absolute Wahnsinn. Ja, das ist... Nur manchmal stehe ich extrem bei dem Spiel auf dem Schlauch. Fragt mich aber nie, warum. Das ist halt wahrscheinlich, weil ich das Spiel nicht am...
Man will nicht immer Ausreden suchen, aber wahrscheinlich manchmal auch einfach, weil man das Spiel nicht am Stück spielt, ne? Nehme dann extrem viel auf und dann höre ich auch wieder auf für eine gewisse Zeit. Da musst du erstmal wieder reinkommen, so wie bei Landwirtschaftssimulator halt einfach. Das stört mich nicht. Ich finde das auch absolut gar nicht so wild. Aber für manche Zuschauer, ja, altbekanntes Let's Player-Problem, drücken wir es einfach mal so aus. So. Hier hätten wir auch noch ein paar blaue. Warum soll ich das denn machen? So, bitteschön. Hier oben haben wir keinen Tunnel. Hier oben haben wir, glaube ich, auch keinen Tunnel großartig gebaut. Da haben wir das schon ausgebessert, den Bezirk. Da haben wir das auch ausgebessert. Oh, doch, hier haben wir Tunnels gebaut. So. Was ist denn hier los? War hier Krieg oder was? Okay. Hier haben wir nämlich auch welche. So. Ach du Scheiße. Ja, ich würde mal sagen, hier ist Ende. Weg, weg, weg. Ja, das hier ist ja nichts mehr, ne? Ja, gut. Was soll's? Manchmal nervt's einfach so. Jetzt mal hier gerade reparieren. Hier oben waren wir schon lange nicht mehr. So. Zufrieden. Ja, danke. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, wenn man sich diese Wege anguckt, die ich jetzt hier gelegt habe, muss man auch nicht unbedingt eine Eisenbahn bauen. Also muss ich jetzt auch mal ganz ehrlich sagen, ja, man kann ja wirklich hier die Wege bauen. Klar, die Schienen werden nicht angegriffen etc., aber ja, wenn es Eisen läuft, läuft es Eisen. Also dann muss ich auch nicht unbedingt vergrößern. Also nicht mit Eisenbahn spielen. Meiner Meinung nach. Also, dass da eine Riesenfestung vor uns ist, sind die eigentlich alle ziemlich geschillt. Damit zu tun hat, handeln wahrscheinlich gerade ein oder diskutieren wahrscheinlich gerade über einen Angriffsplan. Natürlich jetzt genauso wie hier, das hier werden wir jetzt nie leer bekommen, weil wir da hinten das alles hier reinkloppen. Naja, macht ja nichts, ne? Also mich stört es jetzt nicht unbedingt. Also auf jeden Fall muss es noch mehr Öl besorgen, eigentlich. Ja. Upsa. Da war ich ein bisschen schnell. Sagt Leute, so langsam muss man das alles umändern auf blau. Ich weiß, man muss es wohl angeblich nicht unbedingt. Aber ich finde das gar nicht so falsch. Upsa.
gerade wenn man so faul ist wie ich und wirklich weite Wege legt. Ja, schön, dass du da jetzt da die Steine mit drauf geworfen hast. Ah, da unten sind sie jetzt. Wie schön. So. Ob man das nämlich in dem Sinne auch mal ausgebadet? So, jetzt könnte ich meine roten Bänder hier oben reinwerfen. Hier. Ups. Ups. Und ups. Dankeschön. So. Vollgelaufen. Vollgelaufen. Alles voll. Ja, gut. Das sieht ganz okay aus. Jetzt könnte ich in dem Sinne noch beigehen, die ganzen anderen roten auch noch austauschen. Was haben wir noch an Tunnels? Tunnels hätten wir noch 20. Die roten könnte ich mal gerade loswerden. Indem ich... Zack. Zack. So. Dann gib mir mal noch einen Stapel. Dankeschön. So. Gibt ja immer noch überall was Rotes und rote Bänder, die ich eigentlich austauschen müsste, weil ich jetzt mit Blau angefangen bin, um dass das alles einheitlich ist. Ja. Ja, hier hatte ich ja nochmal die Kupferbänder mit reingeschmissen. Hier sieht man, Schmieröl ist wirklich vollgelaufen. Das ist leer. Und das ist auch leer. Das ist gut, dass das hier leer ist, weil uns geht es um den und um den. Aber Petroleum ist voll. Will das Spiel mich jetzt verarschen? Okay. Petroleum ist voll. Okay. Warum auch immer? Weil ich zurzeit einfach kein Kunststoff. Doch, hier, rot. Aber rot läuft nicht auf volle Düse, rote Mikrochips, weil ich gar nicht mehr so viele gerade wo benötige. Hier sind die Geschwindigkeitsmodule. Ja, weil meine gelben Fläschchen, kann man sagen, wirklich voll sind. Weil meine Bergbauproduktion auch gerade gar keine gelben Fläschchen benötigt, sondern erst bei der nächsten. Und dann werde ich wieder sehen, wie alles weggeht. Was mich jetzt immer noch ein bisschen stört, ist so ein bisschen meine Zahnradproduktion. Ich weiß, dass es unten, dass ich da wirklich viel von wegnehme. Aber das läuft immer noch nicht so, wie ich das gerne hätte. Trotz, dass wir hier auch nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stück hätten, die einfach die Lücken ja füllen. Aber er schafft es nicht. Klar, ich könnte da jetzt die Geschwindigkeitsmodule voll reinpowern, aber was bringt es mir, wenn nicht genug Eisen kommt? Und die arbeiten alle. Die sind alle am Arbeiten. Ein komplett Eisenproduktion nur für das. Das ist wirklich schon... Oh mein Gott, Leute. Wirklich so. Oh mein Gott. Ja. Und es reicht nicht. Ihr seht ja, hier hinten kommt nichts an. Das müsste voll laufen. Dann wäre es richtig. Ach halt, ich muss erst gucken, habe ich noch Lichtbogen geöffnet? Ja, okay. Kann man machen. Es ist... Ja. 1, 2, 3... 1, 2, 3. Natürlich haben wir... Na gut. Das möchte ich nicht mit anschließen da. Machen wir die anderen Vierer halt hier hin. So.
auch nicht so lange warten, sonst steht da unten gleich alles komplett. Kann das schon mal wieder produzieren. Na, der kommt ja nicht mal hinterher, nur beim Wegnehmen, also ja. Es ist schon hart. Ja, jetzt ist es zwar vollgelaufen, aber gleich geht es richtig ab, weil die ja jetzt richtig anfangen, das wegzunehmen. Das ist schon nicht von schlechten Eltern, Leute. Legen wir hier mal einen. Oh, scheiße. Das war richtig dumm. So, haben wir. Was jetzt auf einmal wieder klappt, oder was? Es ist manchmal einfach verflixt. Verflixt und zugenäht. So. Und den mal noch ein bisschen verlängern. So, das reicht. Dann brauchen wir noch blaue Greifer. Rein, rein, hopp, rein, rein, kein Strom, hopp. Wir benötigen auf jeden Fall noch ein paar blaue, den soll er mal gerade herstellen. Oh, das war falsch. Machen wir hier wieder einen Stahlträger drauf. Na, jetzt macht das richtig. So, dankeschön. Noch ein Stahlträger. Okay, dankeschön. So, jetzt sollte es laufen. Das wirklich, ich sage sowieso, das bringt nichts, aber ja. Denk mir da, probieren geht über studieren. Wenn ich die beiden jetzt noch wirklich mit anschließe, warum macht der jetzt hier nicht weiter? Dann nehmen sie doch runter. So, alles klar, danke. Ich glaube, ich würde hier aber auch nicht noch mehr hinbauen, sondern da wirklich Geschwindigkeitsmodule einbauen. Ja, jetzt kann jeder meinen, was er möchte, aber diese Fläche noch größer zu bauen, keine Ahnung, weiß ich nicht. Da könnte ich jetzt er nimmt immer vorne, richtig? Also vorne ist immer der kürzeste Weg. Also wenn ich jetzt beigehen würde. Haben wir noch welche? Nee, scheiße. Und zum Beispiel sage ich jetzt mal. Das jetzt so machen würde, ja? Dass ich wieder keine Materialien habe. Okay, wir müssen jetzt erstmal Materialien reintun. Mhm. Nämlich gar nichts mehr. Keine grünen Mikrochips. Nichts, Leute. Nichts. Irgendwas läuft hier nicht. Keine blauen Fläschchen. Keine Motoren. Warum keine Motoren? Was fehlt hier?
Eisen. Keine Rohre, gleich kein Eisen. Ja, weil diese hier wieder so reinklotzen. Das hier ist scheiße einfach. Mach den Scheiß hier aus. So. Jetzt habe ich auch Eisen über und jetzt kann ich in dem Sinne auch Rohre herstellen und dann laufen auch wieder meine Motoren und gut ist die Geschichte. Diese Dinger hier sind einfach ein absoluter Graus, weil die mir einfach meine ganzen Materialien klauen. Tunnels. So rum. Entschuldigung. So. Entschuldigung, leck mich an die Füße, Mann. So, jetzt laufen auch wieder bei einem blauen Mikrochips. Okay, und jetzt meine blauen Fläschchen. Jetzt geht auch um die Produktion weiter, aber jetzt werde ich mal gerade geben mal die ganzen Dinger hierher. Dankeschön. Ach, Quatsch. Ich brauche blaue und rote Mikrochips. Ja, das wäre einer. Okay, gib mir rote. Zehn Stück, zwei große. Und dann machen wir die 10. Stellt er die noch her? Ja gut, das soll er machen und dann kann er die herstellen. Gut, ich wollte irgendwas machen. Ach ja, wir wollten ja oben vergrößern. Das bedeutet, wir brauchen mehr blaue Greifarme und dies und jenes. Das machen wir dann gleich auch noch. Ich sage erstmal wieder vielen Dank fürs Einschalten. Bis morgen. Tschüss.